Ein Video, ich kann nichts machen, sehr gut. Dich von ihr fern oder du bekommst die nächste Kugel ab. Ganz ruhig, Doktor. Er ist nur auf der Suche nach etwas Adam. Nur genug, um durchzuhalten. Ich lasse nicht zu, dass er meinen Kleinen etwas antut. Ist schon in Ordnung, Kumpel. Das ist kein Kind, zumindest jetzt nicht mehr. Dr. Tenenbaum hat dafür gesorgt. Bitte tu ihm nicht weh. Hast du kein Herz? Tja, nette Predigt von dem skrupellosen Monster, das diese Kreaturen überhaupt erst erschaffen hat. Sie haben diese kleinen Mädchen doch in das verwandelt, was sie sind, oder etwa nicht? Hör gut zu, mein Junge. Ohne das Adam, das diese Dinger bei sich tragen, wirst du es nicht schaffen. Du musst dich entscheiden. Wer soll überleben? Du, meine Frau und mein Kind? Oder diese Mini-Frankensteins von Tenenbaum? Hier. Es gibt noch einen anderen Weg. Nimm das hier. Und befreie sie von ihrer Qual. Vertrau mir. Ich sorge dafür, dass es sich auch für dich lohnt. Irgendwie. Entscheide dich, ob du Lysis da ausbeuten oder retten willst. Wenn du sie ausbeutest, hältst du das maximale Adam, das du für Plasmide ausgeben kannst. Allerdings wird sie diese Prozedur nicht überleben. Zu weniger Adam, dafür hat Tannenbaum für diesen Fall eine Belohnung versprochen. Was ist denn Adam? Ich hatte nochmal eine ganz kurze Zwischenfrage bei der Aktion. Adam. Kann mir das hier jemand? Adam. Adam? Niemand weiß, was Adam ist. Ich rette sie. Retten ist K? Nein! Töte ich sie jetzt? Habe ich sie jetzt gerettet? Sie lebt noch. Danke. Ich hab gemacht, was ich wollte. Der Gerechte ist nicht immer der einfachste, verstehst du? Aber du wirst den Lohn dafür erhalten. Hab Geduld. Tinnenbaum hält dich zum Narren. Diese Dinger sehen zwar aus wie kleine Mädchen, aber das ist auch schon alles. Zu überleben brauchst du so viel Adam, wie du kriegen kannst. Was ist denn jetzt Adam? Gibt man einem Gatherers Garden Adam von Minecraft aus. Ah. War ja einfach. Diese kleinen Mädchen sind nicht nur echte Adam-Fabriken, sie sind auch nahezu unzerstörbar. Sie heilen ihre Wunden, indem sie mit Hilfe von Stammzellreserven neues Gewebe herstellen. Sie unterhalten eine symbiotische Beziehung zu den ihnen implantierten Schnecken. Wenn man die Schnecke entfernt, stirbt der Wirt. Wie du siehst, hat das nichts mit Mord zu tun, sagte Tenenbaum. Es ist eher so, als würde man bei einem Koma-Patienten die Beatmung einstellen. What? Interessant. Zorn macht das Ziel wütend, es lässt jeden anderen außer die und es lässt es und lässt es jemand anderen außer die angreifen. Verringert alle physischen Schäden. Hm. Verbandskästen verleihen auch Eve. Mhm. Gesundheitsupgrades. Erhöhen Sie Ihre maximale Gesundheit. Gar kein Problem, ich bin so gut. Ich habe Geld, erhöhen Sie maximal Eve. Ich würde alles nehmen. Wäre das möglich? Ich hoffe, es hat sich gelohnt, dass sie nicht überlebt. Wirklich. Wahrscheinlich rettet sie mich aber irgendwann dann. Hm. Zorn sehe ich nicht. Da bin ich nicht dabei. Körperpanzerung und Eveling sehe ich. Aber so ein schönes Gesundheitsupgrade? Da wäre ich halt auch dabei. Der Eve-Upgrade. Ich glaube, ich mache die beiden Sachen. Dann gucke ich mal, was demnächst noch so, was ich noch so bekommen kann. Ich kann die gar nicht auswählen. Das ist natürlich auch behindert an der Stelle dann. Was machen die beiden hier nochmal? Kann man da nochmal... Den Rohrzangenschaden. Wenn du getroffen wirst, das habe ich gerade erst angepackt, physischen. Ich glaube, den ersetzen wir. Sollen wir Eveling mitnehmen?
Jetzt weiß ich halt nicht mehr. Jetzt ist es auch nicht sinnvoll, oder? Wenn wir mal überlegen, so. Eveling, Verbandskästen verleihen auch Eve. Bringt halt eigentlich nichts, wenn wir es nicht ausrüsten können. Aber wir können es natürlich... Wir können es natürlich in Slot... Achso, das kann man nicht wieder woanders reinpacken. Kann mir das mal jemand... Also, könnt dieses Spiel mir das mal erklären? Ja, dann nehmen wir es natürlich mit. Hätte man das nicht auch vorher sehen können oder so? Das finde ich interessant. Schade. Schade. Okay. Die Großen werden nicht von den Kleinen zurückgehalten werden. Wir werden ihn malen. So, wohin geht's jetzt? Hier durch? Und wer pfeift denn immer so? Da war hier nicht noch eine Tür? Nee, war nicht. Ich hab mich gehört. Na dann. Gehen wir mal rein und gucken, was es sich so finden lässt. Der Chamber, wer... Warte, hier bin ich wieder. Was ist denn so schlecht? Was war das? Was ist explodiert? Mein Ding ist explodiert. Könnt ihr bitte wieder die Musik eingehen? Ich war ja doch noch nicht, oder? Ich war im Straflager und erst 16 Jahre alt, als ich erkannt habe, dass meine Liebe der Wissenschaft gehört. Ein Arzt hat an vielen von uns wissenschaftliche Experimente durchgeführt. Manchmal hat er dabei Fehler gemacht. Wenn ich ihn darauf hingewiesen habe, ist er zornig geworden. Dann hat er gefragt, woher ein Kind wie ich sowas wissen kann. Ich habe ihm gesagt, manchmal weiß ich es einfach. Da hat er geschrien. Du musst es mir ja nicht sagen. Nun ja, habe ich gesagt, wenn sie schon sowas machen, sollten sie es wenigstens ordentlich machen. Ich habe gerade eine Schwierigkeit. Es sinnvoll verbinden kann. Jetzt habe ich es so ziemlich. Jetzt habe ich es wieder, ja. Ich wollte eigentlich ein Leben laden, ich will es gar nicht benutzen. Aber ich will es jederzeit benutzen können. Das ist ja auch eine gute Sache. Dass die Mülleimer mittlerweile leer sind. Stay away. Adam. Denies you and whatever. Kann ich nicht lesen. Also irgendwas gibt er bei uns nicht. Schade eigentlich. Ja, wir waren hier jetzt noch nicht drin? Doch, hier waren wir schon drin. Du bist nun soweit. Es ist Zeit für dich, es mit einem der Big Daddies aufzunehmen. Nee. Es wird kein Zucker schlecken. Nee. Aber nur so kommst du an die Little Sisters an. Und an das Adam, das sie bei sich tragen. Ich bin nicht soweit. Ich will nicht. Ich würde sagen, das ist eine gute Begründung, warum ich speichern darf, oder? Ich bin halt erst in Level 2. Wie viel gibt's? Das wird ewig dauern. Fuck my life. Das läuft ja richtig gut. Das lief ja richtig, richtig gut.
Hallo? Ich kann mich nicht bewegen. Lad nach, lad nach, lad nach, lad nach. Mann, ich bin so kacke. Ich habe einmal aus Versehen zwei Bomben gleichzeitig benutzt. Was machen wir? Ich ziehe das nett durch, würde ich sagen, oder? Aber das sind so viele coole Sachen. Nee. Ich will das... Ich kann... Ich weiß, was er gesagt hat, aber ich kann nicht. Danke. Ich würde jetzt nochmal zurückgehen wollen. Kann ich heilen auch? Wir gucken uns jetzt nochmal den Raum hier an, obwohl ich eigentlich schon mal hier war. Ob ich irgendwas, ob es was Neues gibt. Zeit fürs Heierbettchen, Mr. B. What? So, wo war ich? Wo kam ich gerade her? Ach, nicht schon wieder. Ach nee, das ist nur... Fuck my life. Maps. Gut, Maps, kannst du mir helfen? Kann man hier nicht irgendwo... Kam ich denn gerade her? Wo kam ich her, bitte? Könnt ihr mir das nochmal... Please. Ich will nochmal einkaufen gehen. Aber hier. Ich stand direkt daneben, oder? Ja. Ich bin so inkompetent. Ich würde sagen, wir kaufen uns jetzt einen Gesundheitsangriff. Upgrade meine ich. Die wird einfach erhöht. Das ist einfach drin. Ich muss das nirgendwo ausrüsten. Geil, Alter. Sehr, sehr geil, Alter. So, dann können wir jetzt gehen. Ja, man muss ihn hier lassen. Sie zerstören hier ja keine Leute, die nicht hier in der Nähe sind. Bist du wieder am Notzugang? Melde dich, sobald du ihn erreichst. Ryan hat dich bemerkt und wird dich im Auge behalten. Du wirst ihn nicht kommen hören. Da, bevor du es weißt. Ich würde sagen, nachdem ich ihn getötet habe, ist auch ein guter Grund, warum man speichern darf. Ach ja. Ach ja. Nicht so intelligent von mir. Alter, ich bin so kacke. Könntest du mir jetzt bitte einfach nochmal ein Heli geben? Warum sind die Granatenkisten immer leer? Das ist doch wirklich nicht fair. Ich will auch mal eine Granate. Sicherheitsalarm deaktiviert. Danke für Ihr Verständnis. Ich weiß zwar nicht wie, aber du hast es geschafft. Komm jetzt rüber nach Fort Neptune. Ich freue mich schon drauf, dir die Hand zu schütteln. Wohin? Wo muss ich denn hin? Hä? Wo muss ich? Portnet. Wahrscheinlich hier dann rüber, oder? Das andere fällt mir auch nicht mehr ein. Ich schätze einfach mal, weil ich das dann noch nicht kenne, muss ich da hin. Ich weiß es.
Ein Plan. Was gibt's hier? Die Spritze gibt's hier. Und noch eine. So. Wartet mal eben. Was wollte ich gerade ausprobieren? Ich wollte darüber versuchen. Also muss ich geradeaus da lang, oder? Nee. Da lang. Ja, also muss ich hier hoch. Ich weiß tatsächlich nicht, wo ich hin muss, deshalb probiere ich es einfach mal hinlang aus. Muss jetzt irgendwie in ein neues Level kommen. Oder halt in eine neue Phase dieser Stadt. Und die muss ich dann natürlich erstmal finden. Ich habe fast keinen Schrot mehr. Schade, sehr, sehr schade. Hier soll eine Treppe sein. Dies will ich mal ausprobieren. Der Big Sis, ein Big Daddy. Da habe ich mich ja nochmal schlechter angestellt als letzte Mal, oder? Kann man das noch bewerten? Wann habe ich das letzte Mal gespeichert? Keine Ahnung. Ich bleib drin. Ach, fuck my life. Rex Big Daddies. Da war doch irgendwas zum Heilen in der Nähe, oder? Da ist das scheiß Ding zum Schießen. Da. Wie tötet man die Dinger denn vernünftig, Keine Muni mehr. Komm ich jetzt hier irgendwie rein? Oder? Finde ich auch. Ich finde mich auch ungemein witzig. Da gibt es irgendwie einen Durchgang. Ah, hier. Irgendwie kommt man da einfach überhaupt nicht rein. Ah.